Yeah! Hallo und herzlich willkommen. Fail. Hallo und herzlich willkommen zu Part 17 von Let's Play Alarm für Cobra 11, das Syndikat. Ich bin XDFrankieBX und ich bin direkt mal auf eure Wünsche eingegangen, beziehungsweise speziell auf Supermob 222's Wunsch. Er will Ben Coupé in Blau als Auto haben, hat er mir geschrieben. Also werde ich auf den Wunsch eingehen und dann fahren wir jetzt mal für den Part oder für ein paar mehr Parts mit Ben Coupé in Blau rum. Wenn ihr Wünsche habt oder so, einfach in die Kommentare schreiben. Ja, gut. Wir machen erstmal einen Gefangenentransport. Wir haben noch 3 Mitglieder in Urhaft. Seht ihr? Ben? Seid ihr startklar für den Transport? Dann ist der Fall doch abgeschlossen. Ja, ihr habt vielleicht gemerkt, vorher, wie ich 1080p hatte und bis vor kurzem, war das Auto noch ein bisschen breit gezogen. Das lag daran, dass mein Bildschirm nicht ganz auf die 1080p Anzeige hochkommt und ich das nicht einstellen kann. Also habe ich es im Nachhinein noch hochkonvertiert. Oh, der fällt hier wieder scheiße zusammen. Bitte und dem deswegen Wagen vor Ihnen folgen. Bitte mit Sicherheitsabstand folgen. Deswegen war es so breit, das Bild. Und jetzt habe ich aber auf 27p eingestellt, weil ich jetzt mich entschlossen habe, nur auf 27p hochzuladen, weil es sonst eben zu lang dauert. Und das ist auch genau der Grund, warum das Bild vielleicht euch schmaler vorkommt und es auch so ist. Also ja, das Bild ist schmaler. Also die, so schauen die Autos wirklich aus, wie sie jetzt rüberkommen. Aber bitte regt euch jetzt nicht auf. Mensch, und warum hast du das vorher konvertiert und so? Ich wollte nur euren Wünschen nachgehen mit den 1080p. Aber jetzt geht das ein bisschen langsamer, weil die Videos eben so lang sind. Und wenn ich dann alles 1080p hochladen möchte, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, dass dann mein Laptop dafür für 6 Parts die ganze Nacht über hochlädt. Das ist mir ehrlich gesagt zu blöd. So. Aber das ist jetzt ja erstmal auch egal. Und wir machen jetzt den Gefangenentransport. So, mal hier so ein bisschen hin und her driften, auch mal schön. Das hat uns jetzt ein bisschen Geschwindigkeit genommen. Ja, gut. Was kann ich noch sagen? Ja, wenn ihr findet, dass das Bild ruckelt, dann schreibt es mir mal im Nachhinein. Und oder ob es weniger ruckelt wie vorher, sagen wir so. Schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ich habe nämlich ein bisschen rumgedreht an der Fraps-Aufnahme. Und auch so allgemein habe ich ein bisschen die Einstellungen verändert. Ja, und ich könnte auch die Grafik noch ein bisschen hochdrehen, wie ihr das wollt. Wenn ihr sagt, die Grafik ist zu schlecht, kann ich auch noch hochdrehen. Die habe ich auch ein bisschen tiefer gelassen, dass es eben schön flüssig läuft. Also es läuft dann immer noch flüssig, wenn ich es ein bisschen hochdrehe. Aber auf ganz hoch kann ich es, glaube ich, nicht spielen. Sonst verkackt mein Prozessor. Ich habe zwar einen 4-Kern in der Core i7, habe ich euch, glaube ich, auch schon mal geschrieben. Wurde ich schon mal gefragt danach. Aber der ist trotzdem nicht allmächtig. Und meine Grafikkarte ist nicht unbedingt die beste. Also könnte es dann ruckeln. Zumindest ein bisschen, aber im Video wirkt sich das dann stärker aus, wie es auf mich im Spiel. Ja, drehen wir den mal. Habe ich gerade Bock drauf. Mal gucken. Ja, der ist da schon reingefahren. Lastwagen. Abhauen. So, auch mit Blaulicht einschalten. Wir fahren hier die ganze Zeit ohne Blaulicht rum. Das geht ja mal gar nicht. Laster Crash. Boom. Ja, hatte ich jetzt gerade saumäßig Bock drauf. Oh, wir haben unsere Räder verloren. Jetzt sind sie wieder montiert. Alles in Ordnung. Der ist doch nur explodiert und brennt jetzt. Ist doch vollkommen egal. Ich hatte jetzt da gerade Bock drauf. Und jetzt müssen wir den Typ da kaputt machen.
Noch genialer wäre das Spiel, wenn man auch so auf die Reifen zielen könnte, sodass das Auto dann nicht mehr fährt von den Typen. Also jetzt das Auto da, das da, was ich jetzt gerade verfolgt, dass das dann irgendwie auch die Reifen verliert oder so. Und dann kann das ich so richtig ist unversehrt zugestellt. Ja, gut, unversehrt, aber den hier, den mache ich trotzdem noch tot. Wir haben eine Bombendrohung erhalten. Der Bombenleger will es beim siebten Lauf des CS-Cups richtig krachen lassen. Ach du lieber Himmel. Toll, zwei. Und die sind auch noch im Gefängnis. Vom Bürgermeister bis zum Hollywood-Star. Außerdem werden 20.000 Zuschauer erwartet und die Boxengasse ist wie ein Bienenstock. Kann man den Lauf nicht verschieben? Keine Chance. Aber das Gelände ist bereits abgeriegelt und höchste Sicherheitsstufe eingeleitet. Alter, was ist das? Wir fahren hier ins Gefängnis rein. Die Möglichkeit besteht darin, den Bombenleger abzufangen, damit er das Gelände gar nicht erst betreten kann. Alles klar. Jeden und alles überprüfen, was verdächtig ist. Dann kratzt man alle Einheiten zusammen, die sich finden lassen. So. Schon wieder zwei gefangen. Einfach so. Ja, hier Cobra 11. Wir machen uns auf die Suche nach den Attentätern. Schickt jeden Hinweis, den ihr noch reinbekommt. Ja, dann suchen wir mal die Attentäter. Sollen wir mit Blaulicht gleich fahren und Sirene. Damit uns der Gegenverkehr auch beachtet. Und wir schön einigermaßen frei waren. Und dann hoffentlich die Mission schaffen, wenn es gut läuft. Ja, wir haben noch 2 Minuten, 3 Minuten ungefähr. 2 Minuten irgendwas. Das könnten wir noch gerade so schaffen. Ein Heißluftballon. Ja, ich mag Heißluftballons. Ziemlich so sympathisch. Ich will da schon immer mal mit so einem Ding fliegen, aber meine Oma zetert immer rum. Boom! Jawohl, das haben wir doch gut gemacht. So, wir haben schon wieder keine Reifen mehr. Kann der die mal wieder montieren? Ja, gut. Benötigen dringend Unterstützung. Wir machen dich zu Schrott. Jawohl. Wir haben den Bombenanschlag verhindern können. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Jetzt schalten wir doch hier mal noch ein paar Kameras. So, die Kamera sollte uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Big Brother is watching you. Finde ich auch. Die soll uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Was wollen wir denn sehen? Schreibt mir in die Kommentare, was wir sehen wollen. Genau. Der Beste, der wird dann... Der Beste, was wir sehen wollen, das beste Kommentar, das wird dann in der nächsten Sendung gekürt. Und dann gibt's eine Ehrenverlinkung auf meinem Kanal. So, dann sollte jetzt die Kamera mal alles Wichtige aufnehmen. Big Brother is watching you. Also, alle mitmachen. An alle Einheiten. Ein Autohändler meldet die... Na, dann gehen wir mal auf Schatzsuche. Nach einer Probefahrt gestern nicht zurückgebracht. Haltet die Augen offen. Okay, wir fahren. Hinterher. Den werden wir kriegen. Aber zuerst crashen wir diesen LKW, was nicht gewollt war. Aber doch professionell ausgesehen hat. Ja, ihr müsst nicht mein Abonnent sein, um das beste Kombi zu kriegen. Ihr könnt aber gerne. Möchte den Mann in U-Haft haben. Okay, die erinnern schon mal dran, dass wir den Gefangenen bald wieder transportieren müssen. Oder die Gefangenen. Aber das wird hoffentlich noch einer mehr. Denn da vorne ist er schon. Und jetzt klingelt mein Timer. Also bis zum nächsten Part. Da fangen wir den dann.